Ey, und ich sag dir ganz ehrlich, da kam der auf mich zu. Und ich, ey, ganz ehrlich, der ist ein bekannter Künstler. Ich hab den in die Schnauze geschlagen. Von allen Interviews, die ich gemacht hatte, lag mir das hier am meisten am Herzen, dass ich das wieder mache. Weil, warte, bevor ihr euch feiert, ihr die ersten wart, die wirklich Fragen gestellt haben, wo ihr merkt habt, die sind wirklich dran interessiert. Die Nacktbilder. Ich hab die privat gehabt und ich hab die bekommen und ich hab mit ihr geschlafen. Und das weiß bis heute keiner. Und überleg mal, welche Position sie heute hat. Wir haben miteinander Sex gehabt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen viralen Hit. Heute wird richtig geil, habe ich mir sagen lassen. Die achtköpfige Redaktion hat mir gesagt, heute wird ein toller Dreh. Jeder hat Spaß. Mehr weißt du nicht, ne? Ich find's klasse. Der heutige Gast war schon mal hier und seitdem geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe meinen Koi-Karpfen Fokuhila genannt. Machen einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für Finch Asozial! Oh, Abfahrt, ja! Selbstbefriedigung kann gefährlich sein. Mach ich mit rechts. Nee, ich brauch beide Hände. Nein, nicht. Ich bin. Ich kenne auch jemanden, der beide Hände braucht. Ich kenne auch jemanden, der beide Hände braucht. Wir verstehen uns so gut. Ey, ich war halt ein Unfall. Ich hatte schon viermal schon ausgekugelt die Schulter. Also ich bin da schon vorbelastet und hab eine falsche Bewegung gemacht. Also war ja im Krankenhaus, hätte jetzt aber zum Arzt gehen können, mich behandeln lassen können oder herkommen. Hat der Arzt dich erkannt? Der Arzt hat mich nicht erkannt. die Möglichkeit, da zum Arzt zu gehen, war ja da, aber wenn ich hierher kommen kann, dann ey, das ist das klar. Das ist doch natürlich viel geiler. Ehre. Dein letzter Besuch ist fast ein Jahr her. Das war zu Abfahrt, der Hype, bum, bum, bum. Was hat sich seitdem bei dir getan? Viel, viel, viel. Wir waren sehr viel unterwegs das Jahr. Glaube über 70, 80 Auftritte oder so. Die Frisur ist dieselbe. Die Frisur ist ein bisschen kürzer geworden. Hab wieder ein bisschen kurz abgeschnitten. Und neues Album steht jetzt bevor. Tour hatten wir zwei danach noch, nachdem wir uns gesehen hatten. Und viel passiert. Die haben dich gepusht, durch uns kam dieser Karriereschub erst. Das weiß ich. die Klicks sind gut, also sprechen die sind für gut, sich. Klar, aber lustig, ich glaub, eher war lustig. Und ich muss auch jetzt mal gleich wirklich jetzt ohne, ich mach, sag sowas nicht oft. Mhm. Und wenn ich sowas sage, dann hat das was zu bedeuten. Von allen Interviews, die ich gemacht hatte, lag mir das hier am meisten am Herzen, dass ich das wieder mache. Weil, warte, bevor ihr euch feiert, ihr die ersten wart, die wirklich Fragen gestellt haben, wo ihr merkt habt, die sind wirklich dran interessiert oder Fragen, die wirklich auf die Musik sich beziehen und nicht versuchen hier irgendwelche, ja, du kommst ja aus Ostdeutschland und politisch gleich wieder, weil das ist aber immer der gleiche Scheiß, wisst ihr? Die haben dann zum Beispiel einen King Orgasmus als Gast und dann laden sie eine Frauenrechtlerin ein. Ist immer das Gleiche und sowas finde ich halt blöd, dass man sowas, sondern mal sich wirklich mit den Menschen zu befassen und so und das habt ihr gemacht und deswegen bin ich gerne wieder hier. Ja, im November kam Finchy Boy raus in der Ballade. Welche Rolle spielt die Liebe in deinem Leben? Dank des Albums eine ganz große, aber ansonsten geht es derzeit noch so. Also ich bin allgemein ein sehr liebevoller Mensch, habe zwar manchmal einen sehr harschen Ton, deshalb ja auch Finch asozial, weil die Texte ja auch manchmal ein bisschen harsch sind, aber ansonsten bin ich eigentlich ein sehr liebevoller Mensch zu meinen Freunden. Kleiner Brummbär, ne? Kleiner Schmusi-Rater. Kleiner Kuschelbär. Nee, sonst geht das schon. Also das ist eine ganz große Rolle und auf dem Album spielt es auch eine ganz große Rolle. Ist jetzt aber auch nicht so kitschig. Liebe ist ja ein ganz großer Markt, Alter. Am 14.02. werden ja nicht nur dank meines Albums, sondern auch dank vieler anderer Sachen Millionen umgesetzt, weil das halt so ein riesiger Markt ist. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo viel, ich will jetzt nicht hier so schleimig werden politisch oder so, aber es ist allgemein viel, dass viel Hass und Stress überall auf den Straßen und so ist. Viele Leute machen dicke Eier und so. Machen mal wieder ein bisschen über sich selbst lachen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen liebevoller sein. Ja, auf den Menschen neben eben mal ein bisschen achten und richtig. Das ist vielleicht cool. Achte auf dich, nicht so viel arbeiten. Ich soll nicht so viel arbeiten? Nicht so viel? Okay, schaffe ich ganz gut. Perfekt. Wurde dir schon mal das Herz gebrochen? Einmal. Echt? Wie alt warst du da, als das Herz gebrochen wurde? 24. Und das tat weh, nehme ich an. Denkst du noch an die Zeit zurück? Habe noch Phantomschmerzen. Denkst du noch zurück an die Zeit? Ich denke zurück an unsere Zeit, Schatz. Haben sich denn seit deinem Erfolg schon mal Ex-Weiber oder Ex-Weiber? Stopp! Ich habe drei Ex-Freundinnen. Eigentlich nur eine. Aber die zwei waren so halb. Die hat sich gemeldet. Das war die Ex. So, das war die erste mit 19. Und die hat sich gemeldet. Und die war damals eine sehr arrogante. Die hat damals immer so meiner war ich noch ein kleiner Junge, da hat die immer so erzählt, ja, und ich war auf einem Tour unterwegs mit Casper und Materia und wir haben da einen Tourbus und hat immer übelst angegeben. Mhm. Hat sie, und war aber nie irgendwie, hat immer übelst die Storys erzählt, auch in Freundeskreisen und so. Und jetzt hat sich nach einer Weile wieder gemeldet und bei uns hat sich ja ein bisschen was verändert. So, ich bin meinen Weg gegangen, sie ist ihren Weg gegangen und sie kam dann, eigentlich hassen wir uns, ja, und sie kam dann wieder angekrochen jetzt sozusagen.
Und dann bin ich einfach eiskalt. Also ich bin sonst nicht so ein Arschloch. Da habe ich ihr einfach geschrieben, ey, pass auf, wir können uns gerne treffen, aber dann werde ich dich flachlegen und dann werde ich weg sein. Und dann dachte sie sich so cool und ich so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, so die Rolle, die du damals mit mir gespielt hast, die spiele ich jetzt mit dir. Ganz einfach. Also und dann halt so, und dann war so ein bisschen so. Wie eine Folge GZSZ, ne? Irgendwie. Wie GZSZ. Aber wie gesagt, man soll sich nicht. Also die Menschen, die ihn damals nicht gefeiert haben oder damals scheiße zu ihm waren und die jetzt angekommen kommen, die muss man richtig hart in den Arsch treten, Alter. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, es kommt ein Album. Finchies Love Tape am 14. Also pass auf, sagen wir es mal so. Dorfdisco ging ja, also jetzt ohne mich selbst loben zu wollen, aber man kann ja die Zahlen sehen und so relativ verkaufstechnisch. Zahlen lügen mich, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ging's relativ gut. So, aber da hat sich alles auf Abfahrt bezogen. So, weißt du, da war Abfahrt, war der Überhit. Alle kennen Abfahrt, dann kennst du noch maximal Eskalation und DJ Heiko, dann hört's schon wieder auf. Und bei dem neuen Album habe ich versucht, dieses Peak ein bisschen auszugleichen und auf mehrere Songs aufzuteilen. Und musikalisch, mich auf jeden Fall, habe ich mich weiterentwickelt. Und da sind viele, viele Sachen bei, die die Leute aber erst vielleicht im Laufe des Jahres, wenn die ganzen Auftritte stattfinden, kennenlernen. Mhm. Viele geile Sachen. Ein Schlagersong, eine Rave-Nummer, ein internationales Feature habe ich mit drauf. Ich hab kannst du das schon mal ein bisschen... Das, wann kommt das Ding hier? Migi, wann kommt das Ding? Am 2.2. Kann ich das schon sagen? Ja, mit Little Big. Little Big sind Russen. Ja. Und die sind, kennst du die Antwort? Ja. So, und die waren mal Vorband von denen gewesen und die spielen jetzt Europatouren, Welttourneen und krass. So. Die waren in Berlin, haben Haxis gefüllt, 1600, 1800. Und Faradenza oder so kennt er, die Songs kennt er nicht? Doch, kenne ich. Die sind künstlerisch eine ganz große Nummer. Für mich ist so, mir ist die Kunst wichtig. Mhm. Wenn ich schnell Mucke Geld verdienen will, dann hätte ich die Abfahrtnummer noch mal auf rechts gedreht und hätte da mir noch mal links so Ausfahrt. Ja, ist doch so. Du hast erfolgreiche Dinge, drehst dann noch mal links und rechts und machst Geld. Das war mir aber. Ja. Ich bin nicht so, weißt du? Das ist wie eine Frau, du kannst sie leicht haben. Dann ist die uninteressant. Ja. Ich will eine haben, die ich nicht leicht haben kämpfen. Kann. So, ich will kämpfen. Deswegen habe ich mich weiterentwickelt, ein bisschen da und da und hier probiert, ein paar Sachen probiert und das Feature mit denen ist auf jeden Fall richtig krass. Ist ja dann schon draußen, also wahrscheinlich hat schon 40 Millionen Klicks. Wahrscheinlich. Aber es ist gut und künstlerisch, glaube ich, ein ganz wertvolles Album und in meiner Entwicklung ein ganz gutes Ding. Und das zweite Album ist mal das Schwierigste, sagt man. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein guter Schritt ist. Du bist auch sehr liebevoll geworden, haben wir eben schon gesagt. Wirklich von Dorfdisco-Album zu einem richtigen Love-Song-Album. Finde ich klasse, dass du so ein wandelbarer Künstler bist. Es ist ja nicht nur Love. Es nicht viele. Es sind ja nicht nur Love-Songs. Liebe ist ja ein großes Ding. Es kann ja auch über Drogen, zum Beispiel Songs, die um ihre Mahlzeit, geht ja nur um Drogen. Aber geiles Drogen, Video aber ja, das Video ist verrückt. Das ist halt so eine Kunstsache. Ja. Und dieses Video, das versteht man dann auch erst. Dieses Video bereitet vor auf Little Big, weil das ist totaler Little Big-Style. Und wenn du denn den Little Big Song hörst, dann wirst du erst merken, Rave Religion heißt der. Überlegst du jetzt alles selber oder hast du ein achtköpfiges Team, was denn dir also hilft? Team ist immer da, klar. Also man hat ein Team, aber es gibt keine andere Künstler, die setzen sich ins Studio und sagen, ich weiß nicht, was ich mache und lass doch mal irgendwas schreiben jetzt hier. Und die schreiben, das kommt schon, der Großteil kommt schon von mir, aber natürlich lasse ich mir auch gerne Tipps von meinen Kumpels geben und so. Da bin ich jetzt offen für. Ich glaube, Dicht und Doof haben dir auch viele Tipps fürs Album gegeben. Die haben ja, die waren der Grund, weshalb ich mit Musik angefangen habe. Ja, klar. Natürlich, klar, Dicht und Doof nochmal. Und der Grund, warum ich aufhören werde, weil an diesen da kommst du nicht dran. Da kommst du nicht dran. Deine Konzerte sind ja auch bekannt für völlige Eskalation. Ich habe ein bisschen auf YouTube geguckt und ein bisschen Instagram. Ja. Und an welches Konzert erinnerst du dich denn bis heute? Also ich will nie ein Konzert abstufen und sagen, dass das immer schlechter war oder das mal besser oder so. Aber das, wo ich mich am meisten dran erinnere, war auf jeden Fall Helene Beach. War zwar kein eigenes Konzert, aber trotzdem war der Helene Beach-Rekord. Das hatten die noch nie. Das Festival gibt es ja schon ein paar Jahre. Und da sind schon Materia, KIZ, da sind alle schon alle großen deutschen Künstler aufgetreten. Und die hatten gesagt, das war Stage-Rekord. Wir hatten irgendwie vor 20.200 Leuten oder so gespielt oder 21. Also war richtig voll. Dann war an diesem Tag noch Albumankündigung. Das neue Album wurde angekündigt. Und das war halt auch ein krankes Wochenende, weil wir vorher, wir waren auf Malle, hatten da zwei Auftritte, sind von Malle direkt zum Flughafen Tegel, sind wir gelandet, direkt zum Helene Beach da Auftritte gehabt und gleich in den Nightliner, gleich wieder zum Juicy Beats nach Dortmund. Und dann Nachmittag nochmal Auftritt mit Achim Petri ab. Was für da ein war Lifestyle. So fünf Auftritte und das war halt geil. Und ich muss ehrlich sagen, Live-Konzerte ist auch einfach, das macht mir am meisten Spaß. So da kommst du ja auch her, von live, von der Live-Bühne. Richtig. Deshalb mag ich dich, weil du dich informiert hast. Natürlich, ja. Das finde ich gut. Gibt es denn bei euch im Tourbus dann auch Partys oder ist das strikte Nachtruhe, um deine Stimme zu schonen? Es gibt unten, ey, wir sind, wie gesagt, du bist da mit den Kumpels. Ich sag mal so, man muss auf die Kacke hauen, muss keiner von uns mehr, so muss keiner an den anderen was beweisen. So, wir machen Partys, aber die Jungs wissen auch alle, dass sie zum Arbeiten da sind. Weil mir bringt das nichts, wenn ich mich da übelst wegfeuer, mich übelst wegsaufe und da kommen nachher Leute, da kommen tausende Leute, die haben Geld für dich bezahlt und du kannst nicht die 100%ige Leistung bringen. Und deshalb bin ich immer, das ist mir das Wichtigste, dass ich
ich die Leute überzeugen kann und abholen kann. Bringt mir einen Schwenk auf der Bühne, wenn ich fertig bin. Aber trotzdem machen wir unsere Partys. Wir trinken da trotzdem unsere Dinger, haben ein bisschen Spaß, zocken, lachen, sind laut. Aber es gibt natürlich auch Regeln. Es gibt Manager, Regeln. Der geht durch den Bus und sagt, ey, pass auf, Jungs. Und Ruhe so. Jetzt, stopp. Gegenseitige Rücksichtnahme, Finchies, Love-Tap, du weißt. So ein bisschen aufpassen, so ein bisschen. Und das passt schon. Ja. Das kennen wir auch von Dicht und Doof, wenn wir auf Tour sind. Und letztens war in New York. Ja. Und da war. Wo wart ihr in New York? In welcher Location? Pepsi Music Hall. Ja, die kenne ich. 180.000 Menschen, die dann plötzlich dann Rudi das Rüsselschwein. War ausverkauft, oder? War ausverkauft, klar. Krass. Draußen wir haben noch ein paar Leute. Rudi das Rüsselschwein, Rudi the Pink Pig, haben wir auf Englisch nochmal neu gemacht. Oh, okay. Das war richtig geil. Gänsehaut, ne? Man kann die Gänsehaut nicht sehen, aber sie ist unter Pullover. Du bist ja auch auf Malle sehr aktiv. Wie auch viele unserer Gäste, die wir schon hier hatten. Wir kennen also quasi schon fast die ganze Megapark-Crew. Wir kennen dich, wir kennen Echo Fresh, wir kennen Micky Krause, wir kennen die Atzen. Was will man mehr? Jetzt natürlich die Frage, kannst du uns reinbringen? Warte, du bist doch auf Malle bestimmt... Also pass mal auf, ich war jetzt ein Jahr auf Malle. Ja, so, ich war ein Jahr auf Malle, so, aber ich hasse mich als Malle-Künstler abstempeln zu lassen. Du bist kein Künstler. Ich bin Künstler, weil guck mal, ich kann in Deutschland trotzdem meine Konzerte in Deutschland auch so oder so ausverkauft, weißt du? Also als Malle-Künstler sich immer abstempeln lassen ist... Aber ich finde, Malle-Künstler war jetzt nicht negativ gemeint. Ja, aber es gibt viele, die es negativ leider sehen. Es gibt da, guck mal, die Atzen zum Beispiel, die machen seit über 10 Jahren Mucke, aber seit 10 Jahren spielen die immer noch die gleichen Songs und sind immer noch ausverkauft überall. Die können auch in Deutschland spielen, das ist was anderes. Aber dann gibt es auch Malle-Künstler, die wirklich nur auf Malle funktionieren. Die Markus würden niemals Becker. In Deutschland funktionieren. So, und das ist schade. Rick und deshalb Arena. Geben die denen den schlechten Ruf. Malle hat leider durch so eine Sachen einen schlechten Ruf, was eigentlich gar nicht haben muss, weil der Megapark mittlerweile ja wirklich etablierte DJs aufstellt. Die stellen Tomorrowland, Paruka Will DJs aus Niederlande und weiß ich nicht was. Pietro Lombardi. Pietro Lombardi. Gibt es einen Unterschied zwischen dem deutschen Publikum und dem Malle-Publikum? Oder ist doch deutsches Publikum. Was glaubst du, ja, aber da ist ja nicht. Nein, ich hab einen Ehrenfan aus Mallorca, der ist Spanier. Der ist richtiger Mallorquiner, der ist da geboren. Der ist einer meiner größten Fans. Publikum, ey, jedes Publikum ist unterschiedlich. Ob du in Rostock auftrittst, Cottbus auftrittst, ob du in München auftrittst, Hamburg, jedes Publikum ist unterschiedlich so. Aber natürlich hast du eher immer die gleiche Klientel. Es heißt die Klientel, merkt euch. Es heißt die Klientel, weil die Gruppe. Klientel steht für Gruppe. Die Klientel, ey, gilt hier vorher als Besserwisser, Alter. Nee, das wollte ich schon immer mal im Interview sagen, dass die Leute das merken. Ich merke, es platzt aus dir raus. Die Klientel, ey, und es ist immer unterschiedlich irgendwie, aber auch irgendwie immer gleich, weil es sind ja deine Fans, die hören deine Mucke, du wirst da keinen haben mit einem übelsten Anzug, der, oh, was ist denn das? Was sagst du denn dazu, dass Lena Meyer-Landrut mit Marc Forster zusammen ist? Was soll ich dazu sagen? Digga, also, ich mag den nicht. Also du magst ihn persönlich nicht oder seine Musik nicht? Ich mag musikalisch nicht und persönlich habe ich ihn nicht kennengelernt. Und die Chöre singen für dich. Ich finde Lena wunderschön. Ich finde Lena wunderschön, auch wenn sie vielleicht sehr dünn ist, aber sie hat ein wunderschönes Gesicht, wunderschöne Haare, darauf achte ich sehr. Ja. Und ich finde es schade, dass sie mit ihm zusammen ist. Vielleicht kommt sie irgendwann noch mal. Nee, dafür bin ich ihr zu, ich bin ihr zu kernig, zu asozial. Die brauchst du in so einen gestriegelten, ordentlichen irgendwas. Aber der ich hat eine bin Cap zu auf. Wild. Der hat eine Cap zu auf. Wild, bra. Der hat eine Cap auf und 3 Tage Bart, der ist auch wild. Wenn du den Cappy aufsetzen würdest, würdest du auch ein bisschen aussehen wie Marc Forster. Du bist also auch in sie verliebt. Ich war Du früher. Hast bessere Crush. Chancen. Du bist wahrscheinlich ihr Typ vielleicht so, ja. Ja, hätte mal gemerkt, als sie da war. Da war keine Connection. Nee. Okay. Ja, apropos Liebe, apropos Finch, apropos dein neues Love Tape. Wir haben gehört, dass du Laura Müller sehr attraktiv findest. Und wir schreiben jetzt mal einen Liebesbrief an Laura Liebe Müller. Liebe Laura. Und du diktierst ihn, Dennis, und dieser Liebesbrief wird auch an Laura Müller verschickt. Hey, Laura. Ich habe jetzt Liebe Laura angefangen. Liebe Laura? Hey, mach mal ein bisschen jugendlicher, okay. Mann. Die ist doch keine 50. Hey, Laura. Ja. Ich weiß, also mit Komma und so musst du selber mal nachkriegen. Ja, das krieg ich hin. Ich weiß, dass derzeit die sehr viele Männer schreiben. Achso, derzeit zusammen, nicht derzeit. Okay. Ich weiß, dass derzeit die sehr viele Männer schreiben. Dass dir derzeit sehr viele Männer schreiben. Ist egal, Mann, mach das mal. Dass dir derzeit sehr viele Männer schreiben. Ich weiß auch, dass sich derzeit sehr viele Männer wollen. Ja. Tschüss. Liebe Husten. Warte, ich muss noch poetisch sein. Ja, das mag sie, weil der Wendler Lass sie so mal treffen und vögeln. So hat Wendler die auch umgekriegt wahrscheinlich. Dann machst du ein Sternchen, lol, das ist Internetsprache, und dann noch ein Roffel hinter. So, das reicht, so mehr kriegt sie nicht. Das reicht, müsste schon reichen für sie. Und ein Teufel im Mund. Und dann Teufel hinter und dann mit freundlichen Grüßen. Mhm.
Der besser ist im Bett als der Wendler. Das wird schwierig. Kriegt sie den jetzt wirklich? Ja, Hedwig! Ja. Die wird nicht drauf reagieren. Ich bin ihr nicht PR-helflich. So, doch, wie sagt man? Doch, nein, PR. Auf gar keinen Fall. Die steht aber auf Rapper. Weißt du, was ich glaube? Dass die mit dem Wendler irgendwann so auseinanderkommen wird und mit einem Rapper zusammenkommen wird. Weil in diese Rubrik aber das klingt anders. Ihr seht es ja alles so, dass das so eine PR-Beziehung ist. Ich glaube, dass die den liebt. Doch, die liebt den. Ödipus oder was? Die liebt den. Aber geht ja nur auf Mutter, oder? Ja. Geht Ödipus auf Mann? Nee, oder Vaterkomplex. Ja, so Vaterkomplex. Liebe Freunde, kauft euch doch vielleicht Finchys Album, wenn ihr Lust drauf habt. Hört es euch erstmal an. Genau, online kostenlos nicht, und wenn ihr es gut findet, könnt ihr euch kaufen. Wir dürfen euch nicht zum Kaufen auffordern, wir können nur sagen, es ist gut. Schaut anhören erstmal und dann entscheiden. Erstmal anhören und dann guckt ihr, ob es gefällt und wenn nicht, dann natürlich nicht. Genau. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und gibt es noch was zu sagen an deine Finchinators? Ich liebe euch alle, ich hoffe, ich werde wieder gesund. Und erstmal Props für die Show hier, finde ich wirklich gut. Bin gerne hier, fühle mich wohl. Auf! Ach nee, wir brauchen noch was. Du musst für die am Anfang machen wir immer so einen Zusammenschnitt in Schwarz-Weiß, der so krass dramatisch ist. Oh, hab ich dann gedacht. Oder das war krass. Okay, und der kommt dann aber auch gar nicht rein. Aber du musst das, als wenn du mir das erzählst. Musst du das sagen. So, aber die Kamera wird filmen oder welche? Ja, das filmen alle. Ich schneide das zusammen. Guck mich aber an, als wenn es im Talk geschehen ist. Ey, und ich sag dir ganz ehrlich, da kam der auf mich zu. Und ich, ey, ganz ehrlich, der ist ein bekannter Künstler. Ich hab den in die Schnauze geschlagen. Was soll ich machen? Der ist schon gut, aber ja. Wir machen noch einen besseren. Die Nacktbilder. Ich hab die privat gehabt und ich hab die bekommen und ich hab mit ihr geschlafen. Und das weiß bis heute keiner. Und überleg mal, welche Position sie heute hat. Wir haben miteinander Sex gehabt. Okay. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.